Junkfooddays.com und es ist ja bald Ostern. Deshalb gibt es jetzt ein Marzipanei. Genau. Die Firma nennt sich Schluckwerder und kommt aus Adendorf-Lüneburg. Ja. Ja, praktischerweise aus zwei Hälften. Ich sie mal zerschneiden. Ne? I always cut stuff. Nährwerte und Zutaten gucken wir uns nochmal am Ende an. Genau, Marzipanei. Sollte hinlänglich jedem bekannt sein. Wie es mir kosten. Ja, was soll man dazu sagen? Kann man das jetzt lesen? Na, die kann man alles lesen. 6,2 Eiweiß. Ich nehme es mal. Ach, hier ist. Ah, auf dem Bildschirm kann ich es besser lesen als im Reel. Okay, viel Zucker. Also, wenn die Hersteller Zucker nicht angeben wollen, sage ich einfach, alles Kohlenhydrate sind Zucker. 61% Zucker und 20% Fett. Genau, es ist so eine... Ich hätte bestimmt jeder schon mal Marzipan gegessen. Ich brauche das nicht erklären. Ja, es ist halt eine süße Masse. Ob die jetzt unbedingt nach Mandeln schmeckt, weiß ich nicht. Würde ich fast nicht sagen. Es ist eher einfach nur süß. Ja. Und ich mache jetzt überlege, so gut ist das Zeug gar nicht. Ja, hier fehlt irgendwie so eine Art nussiges Aroma oder so. Das ist jetzt einfach nur sozusagen ja, Massenware ist es ja auch. Das ist einfach immer was, Heißhunger auf was Süßes hat. Nimmt man das zum Beispiel, ich gebe mal das Draw. Geschmacklich Draw. Genau, was ist euer Lieblingsmarzipan? Lasst mich das wissen. Und habt ihr was Spezielles, was ihr euch immer zu Ostern kauft? Zu Weihnachten gibt es ja dann. Ich glaube, zu Ostern ist die Auswahl etwas geringer als zu Weihnachten. Egal, ich mache weiter auf Englisch. So, this is now Marzipan, like seasonal edition, and it comes in this egg-shaped form factor, which I just have destroyed now. And Marzipan, I think, is... I've heard that it's not really common outside of Germany. It's like almond mixed, it's like basically almond mixed with sugar. Yeah, and around is obviously some milk chocolate. And it's really, really, really sweet. I would say if you eat too much, it also gets a little bit nasty. This is like if you're having really, if you're starving for something sweet, then you go for this. Yes, this is like Easter stuff. And as we had. Products for Christmas, there are Easter products like this Marzipan egg. Okay, so what's your favorite Easter product? Let me know. And let me know whether you have ever heard about Marzipan and have tasted it. Yeah. Okay, that was a review. Thanks for watching.